Was geht ab? Heute mal hier bei diesem schönen Wetter auf meiner Terrasse. Ich habe mir heute Folgendes überlegt. Ich drehe mal wieder ein Reaktionsvideo auf eine YouTuberin, die ihr schon auf meinem Channel ab und zu mal gesehen habt. Und ich würde sagen, ich starte das Video einfach mal und guck, was auf mich zukommt. Also erstmal wichtiger Hinweis: Die folgenden Szenen sind stark zensiert dabei. Damit ich sie euch hier auf YouTube zeigen kann. Wie ihr das Ganze in voller Länge und unzensiert sehen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Ich werde auf jeden Fall bis zum Ende schauen und glaubt mir, es lohnt sich. Okay. Hallo meine süßen Mäuschen, ich bin's wieder, Katja, und ich bin hier gerade auf Hi. dem Bett. Und passend zum Bett, was erzähle ich euch heute? Natürlich was richtig Geiles. Es geht auf jeden Fall um einen Typen, auf den ich eigentlich keinen Bock hatte. Das hat so angefangen, dass ich mit Freunden im Park war, eigentlich mega assi, aber wir waren im Park. Dann waren wir auf der Party, dann habe ich viel getrunken, da war richtig, richtig viel. Und auf einmal war das ein Typ, der war gar nicht mein Typ, der hat mir nicht gefallen, nichts. Aber der war die ganze Zeit bei mir, der hat sich neben mich Ekelhaft. gesetzt, mit mir geredet, mich immer so. Und dann bin ich irgendwann auf Toilette gegangen. Obwohl ich auf Toilette eigentlich lieber gehe. Es macht nämlich Spaß, wenn man so undercover auf die Toilette geht. Und dann, nichts ahnend, ich arme, gehe aus der Tür raus und auf einmal. Und er stand dann halt vor mir und hat am Anfang. Und ich dachte mir so, what the fuck, so, okay, ich möchte jetzt vorbei. Und auf einmal fängt er mich an zu. Natürlich habe ich des Todes geschrien. Ich weiß nicht, ob die Leute mich gehört haben, aber ich glaube schon. Dann habe ich mich auf ihn gesetzt, habe mein ich weiß nicht, ob ich einen Rock anhatte, aber ich habe Boah, es ich auf jeden wäre Fall gerne mit an seiner Stelle gewesen. jetzt gerade habe ich eine Angstschale und fast zu der gleichen Sekunde, so, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden wurden, danach wurden wir erwischt. Oh mein Gott, was war das? Schon wieder nur Okay, Gepiepe, man hört ist mir gar auch nichts, schon es war das ein viel zu oder krass andere für Mal YouTube. passiert. Aber versuchen wir es mal mit der nächsten Story, weil ich habe noch krassere Stories, die ich euch vielleicht anders erzählen kann, deswegen kommt mal mit und wir gehen zu einer Location. So, ich bin jetzt hier im Bad, weil ich muss euch was vom Urlaub Okay, erzählen. Wir Story lagen Nummer am 1 war Strand, jetzt haben nicht was so krass. getrunken und das Boah, sind wie die natürlich auch aus. geile Weiber manchmal. Und man sieht dann, wie die so da liegen mit ihrem und bla bla bla. Und Die das würde ich Mädchen lag so halt oben rum, durchnehmen. oben ohne da. Und das Geile ist, aber das ist ja meistens so, wenn man an dem gleichen Strand liegt. Und deswegen haben wir uns einfach abgemacht, dass wir ein bisschen miteinander. Und dann sind wir zu mir gegangen. Und haben uns erstmal komplett kalt wird und so richtig steif geworden. Das hat mich so angemacht. Und ja, dann sind wir in die Dusche gegangen zusammen. Das hätte so ein krasses. Ich kam gar nicht drauf klar. Und dann, wo ich Okay, Mann. natürlich sie auch zu Ich war, würde die das auch war gerne natürlich sehr anmachen. wichtig. Und ich habe sie und auf einmal hat sie so krass. Das war unnormal krank. Leute, die Story war noch krasser. Es hat noch mehr gepiept als vorher. Ich hätte nicht gedacht, Habe dass noch es so nie so ist und oft ihr habt wieder Piepen in nichts einem Video gehört. gehört. Deswegen versuchen wir es mit der dritten Story, weil alle guten Dinge sind drei. Da schauen wir mal. Ich erzähle euch was noch Versauteres. Und ja, bis gleich. Jetzt erzähle ich euch die dritte und letzte Story. Und ja, das ist auf jeden Fall auf der Couch passiert. Und ich war bei meiner Okay, besten gerne, Mann. Ich Freundin zu bin Hause und die andere gespannt. ihre beste Story Nummer Freundin. 3, wo, wie Und die weißt du, was meine aussieht. Freundin gemacht hat? Sie hat mir sehr oft von ihrem dass der vorhin einen riesigen hat. Und ich Guckt euch dachte mal mir ihre einfach nur, Füße an. okay. Und er hat Ich würde den komischerweise aus großen Zeh Versehen da so ablecken. mein T-Shirt drauf. Und ich dachte mir auch so, Ich würde dir gerne mal aber so so mit mag einer ich gar nicht Zigarette in riechen, den das Mund war das aschen. Problem. Und er hat dann auf meine Hose. Dann kam er und hat so Das halt. ist auf jeden Fall. Aber dann habe ich dann einfach gedacht, okay, scheiß drauf. Und er ist auch eh immer näher mit seinem Gesicht zu. Mir sind die Storys Da eigentlich war es sowas echt nur von. vorbei. Erst nach oben so über die Couch Mir sind die Storys eigentlich sowas gesetzt. von egal, ey. So. Ich würde die am liebsten Ich einfach habe nur ficken. geschrien, ich bin fast von diesen kranken. Ich habe die ganze Zeit verschiedene ausprobiert. Und irgendwann, wo wir fertig waren, haben wir uns so unnormal schnell einfach nur, damit das Wie halt geil. nicht aufliegt. Dann habe ich mich natürlich komplett habe mich so beeilt. So, das war die dritte Story. Die war wieder zu krass, viel zu viel gepiept. Deswegen könnt ihr euch die nochmal auf www.katja.fun anhören. Und ich habe auch noch zwei Mädels und einen Typen dabei, die helfen, die Story ein bisschen anschaulicher zu machen, als ich die erzähle. Deswegen geht auf www.katja.fun und dort könnt ihr euch dort alles gönnen, ohne irgendwelche Zensierungen in voller Länge und vom kleinsten Detail bis ins größte Detail. Die Ich Seite hoffe, werde ihr ich habt auf jeden Fall Spaß dabei. nachher Ich warte dort auf euch. Bis mir dann. anschauen. So, Katja, ich würde sagen,
dass nach meiner Diät du mal mit mir ins Pearl gehst und dann hast du auf jeden Fall drei Stories mit mir und nicht drei Stories mit verschiedenen Männern. So Leute, das war die Reaktion. Ich musste mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Aber ja, ey. So, ich würde. Die würde ich auf jeden Fall. Darauf erstmal eine rauchen. Ich muss jetzt erstmal auf Toilette, gleich danach mir einen runterholen.